Moin mit Nanne und herzlich willkommen zurück bei Dead Space. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich die letzte Folge mit dem guten Tim aufgenommen habe. Und weil das so gut funktioniert hat mit dem Tim und ich ein bisschen zügiger durch die Level gekommen bin und nicht vor jeder Ecke Angst hatte, habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Die gute Mischugi ist diesmal an meiner Seite und gibt mir hoffentlich seelischen Beistand. Hallo Mischugi. Hallöchen. Ja, ich hoffe, das klappt jetzt alles mit den Töneaufnahmen und deren Einstellung, aber das müsste eigentlich ganz gut aussehen. Wir haben es zumindest gerade ausprobiert und ich sage, es ist gut. So, wir sind in Kapitel 8, namens, was habe ich gerade gesagt? Suchen und retten, ne? Ja, genau. Ja, suchen und retten. Und ja, ich würde sagen, auf geht's. Es scheint aufwärts zu gehen. Gerade ist ein Militärschiff aufgetaucht, die USM Valor. Keine Ahnung, was sie dort draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage. Ja, du hast ja leider keinen Ingame-Sound. Irgendjemand hat unseren Funkspruch aufgeschnappt, den wir losgesendet haben. Und wir müssen, also sie hackt irgendwas und wir müssen irgendwas machen. Wie ich das Spielkonzept mittlerweile durchschaut habe, nach so vielen Kapiteln, müssen wir irgendwo hingehen und E drücken, würde ich sagen. Ja, dann mal los, ne? Ja, das Problem ist ja immer, da hinzukommen und E zu drücken. Weil irgendwie wollen mich auf dem Weg dahin alle töten. Ich gucke gerade, ob hier noch irgendwas Tolles liegt, was ich mitnehmen kann, aber scheint nicht so. Dann gehen wir. Lebensanzeige sieht, naja, ist okay. Hauptatrium. Eieiei. Du hast ein bisschen Glück jetzt, dass du nicht hörst, was es hier für Geräusche gibt, aber... Ich find's ganz okay so. Da ist noch ein Shop, das ist gut. Da hat was geknurrt. Hier in diesem Loch. Hat was geknurrt. Das sieht aus wie ein Raum, wo du gleich auch noch reinkommst. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Das ist das Hauptatrium, wo wir den Kollegen das erste Mal getroffen haben, der da immer in seinem sicheren Cockpit gesessen hat. Ach. Hab ein bisschen Angst. Mach mir Mut. Ich gehe erstmal einkaufen. Ich mach das, was alle machen, wenn sie Angst haben. Erstmal shoppen gehen. Ich trage nicht deine Tüten. Ich hoffe, das kriegt da alles selbst mit, was ich hier ershoppe. So, ach ja, den Plasma-Cutter. Ich glaube, das war auch in der Aufnahme mit Tim, wo ich den einmal komplett end-updated und nochmal neu geupdatet habe, ne? Ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich denke schon. Medipack. Hauptsächlich mittel und groß. Naja, gut. Ich will gar nicht weiter, aber ich will auch gar nichts einkaufen. Jetzt habe ich gar nicht... Ich bin ein bisschen zerstreut, seht es mir nach. Wir haben 25, 50, 60 Schuss für den Strahlenplasma-Cutter. Ich denke, ich kaufe mal noch ein bisschen nach. Wer weiß, was uns erwartet. Was war das hier? Und bist du auch schon gespannt, was uns hier erwartet? Oder eher gechillt, weil du eh nichts hörst? Ach, ich nehme es entspannt. Aber ich freue mich jetzt schon drauf, dir beim Schreien zuzuhören. Oh, vielen Dank. Hauptatrium. Willkommen, Ishimura-Offizier. Oh, vom Techniker zum Offizier. Mensch, das ist meine steile Laufbahn. Aber ich glaube, es wäre auch sonst hier keiner am Leben, der uns das verwehren könnte. Es ist ruhig. Na, Hopki. Es ist zu ruhig. Nicht Hopki. Na los. Oh, ich höre was. Gib ihm. Ich höre was. Was hörst du? So ein Kratzen irgendwie. Und jetzt wird die Musik lauter. Und? Was ist das? Wo? Da? Quarantäne wurde aktiviert. Oh, Quarantäne, scheiße. Wo? Und jetzt? Da schreit doch jemand! Da! Ich hab ihn nicht hier! Avada Kedavra! Bist du vor? Wo? Scheiße! Auch die noch! Wo ist Stase?
Ich bin schnell. Ich weiß es nicht mehr. Ach nee, das war falsch. Lass den Kopf los! Du nekrophiler Typ! Töte das Ding! Töte! Töten! Ich brauche das. Da ist noch was. Quarantäne aufgehoben. Nee, Quarantäne aufgehoben. Oh, meine Gesundheit. So, jetzt geht's wieder. Oh, jetzt ist mir warm. Sehr gut. Ich habe jetzt seit knapp 2-3 Monaten nicht mehr gespielt, aber ne, so kommt man sehr schnell wieder ins Spiel, würde ich sagen. Ui. Boah, haben die viel Zeug gedroppt hier. Das ist ja super. Oh, und der will mitkommen. Na, dann komm halt mit. Wie stark ist eigentlich der Lag, den du hast, oder? Bei mir läuft alles flüssig. Überraschenderweise, hätte ich nicht gedacht. Boah, das hier ist mein High-End-Super-PC wahrscheinlich, der das möglich macht. Richtig krasser Shit. Ich will gar nicht gucken, wo ich weiter muss, aber ich muss ja wohl weiter, oder? Du kannst auch gerne 20 Minuten da rumstehen, aber ist wahrscheinlich ein bisschen uninteressant. Wahrscheinlich, ja. Und ich finde, ich habe mich ja jetzt super geschlagen, also ich bin nicht gestorben. Ich bin sehr stolz auf dich. Dankeschön. Das bedeutet mir sehr viel, vielen Dank. Okay. Wo muss ich hin? Ich habe nicht aufgepasst. Hast du einen Questlog oder so? Ja, Moment, auf J. J wie Questlog. Genau. Ein Militärchef hat unser nutzig unverschämtes Glück. Jetzt müssen wir mit dem Com-Array. Stimmt nicht. Was? Com-Array. Was soll ich denn mit dem Com-Array? Naja. Wir gehen einfach mal auf Ebene... Ja, keine Ahnung. 2, 3? Sag du was? 2. Nein, 3. Nein, 2. Okay. Warten jetzt. Ich... 2. Okay, 2. Geht das Lass überhaupt? Lass mich doch nicht so komplizierte Sachen fragen. Ich glaube, es geht gar nicht. Bist du aktuell auf Ebene 1? Oder warum ist das rot? Das weiß ich nicht. Es verwirrt mich gerade etwas. Ich gehe mal auf Ebene 3. Auf Ebene 2 konnte ich irgendwie nicht. Isaac, die Tür zur ich wollte schon sagen, hier. Fragst du mich, dann machst du einfach das Gegenteil. Immer mehr Rückkopplungsimpulse rein. Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Oh, jemand hört uns ab. Nur für dich noch eine Zusammenfassung. Ich frage mich aber... Ach so, das ist wahrscheinlich dieser Verrückte von dieser Idiotenkirche hier, die es hier gibt. Der uns ab... Wieso ist das hier dunkel? Warum funktionieren die Fernseher nicht? Wer hat das Licht ausgestellt? Mag das nicht. Och Mann, das Spiel meint es echt nicht nett mit mir. Können die nicht eigentlich mit zunehmendem Kapitel einfacher werden und nicht schwerer? Das fände ich super. Dann hättest du am Anfang aber mega die Probleme weiterzukommen. Ah, das stimmt. Ach, hast du jetzt eigentlich geguckt, auf welcher Tastatur ist? Nee. Warte, ich glaube es war C. Ja, es ist C. Das muss ich mir jetzt nur noch, das musst du mir merken im Kampf. Okay. Okay, hier war eine. Wow! Igitt! Oh nein! Ich hab den Kopf. Au. Wo ist er? Das ist überhaupt kein Kopf. Da. Tot. Jetzt stirb doch mal! Oh, das war dumm. Waren das die so ekelhaft schreien? Was? Waren das die so ekelhaft schreien, wenn die sterben? Ja. Ach, zum Glück muss ich das nicht hören. Tun sie. Und eigentlich sind die ja voll easy zu töten, wenn man so ein irgendwas zum Draufwerfen hat. Irgendwie wabbelt noch was in meinen Ohren. Das ist voll eklig. Was war wahrscheinlich backt da was auf dem Boden rum. Da wabbelt was in meinen Ohren.
Wo wabbelt es denn? Wabbelst du? Nee, du bist tot. Wow. Gott, da ist noch einer von den Idioten. Was soll denn der Scheiß? Oh, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh, mir ist die Muni ausgegangen. Dann werden wir doch mal hier zugreifen. Hallo? Das ist eine starke Waffe, lass dich davon töten. Oh, der schreit echt. Oh, kannst du mal aufhören zu schreien? Bitte. Ist er denn tot? Nee, der lebt noch, oder? Der lebt noch. Alter, das ist ja eklig. Jetzt den Arm kaputt, da einfach so drauf schießen, bin, glaube ich, nicht viel. Ja, ich habe auch keine Muni mehr, um irgendwo drauf zu schießen. So toll, löse Flanke. Oh, da sind ganz schön viele von den Viechern. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe nur noch den Plasma-Cutter. Das ist der Ripper, oder? Ja, meine ich auch. Alter, wie viele gibt es denn von denen hier? Wow! Ich sollte hier weg. Hab ich schon. Der rennt irgendwie nicht. Ich habe, glaube ich, die Umschalttaste drin. Irgendwie ist der Kampf schwer. Habe ich hier ein bisschen Muni vielleicht? Nein, Medipack klein, Medipack groß. Oh Mann, gib mir bitte Plasma-Munition. Flammenwerfer. Na danke. Das Spiel hasst mich. Es ist offiziell. Mann, ich hab nichts, womit ich schießen kann. Wie soll ich denn den Kampf gewinnen, wenn ich nicht schießen kann? In aller Ruhe nochmal zurück zum Shop laufen, hast ja Zeit. Ja, ich glaube auch. Wow. Aber ich glaube, je länger du die Zeit lässt, desto mehr schmeißt er von diesen kleinen Päckchen. Ja, danke. Ja, kann sein. So, Ebene... Ah, okay, du warst auf Ebene 2 und Ebene 1 ist gesperrt, deswegen konntest du eben nicht auf Ebene 2 gehen. Ah, ja, gut. Dann wäre das auch geklärt. Mann, sind die fies. Ich hätte mich auch mal umgucken können, aber du hast auch keinen von diesen entzündbaren Teilen gesehen, die ich da drauf werfen könnte, oder? Nee, leider nicht. Aber ich schätze mal, dass du dann auf Ebene 1 musst, oder wenn die noch gesperrt ist, dann musst du auf Ebene 3 jetzt irgendwas machen, um Ebene 1 aufzumachen und dann auf Ebene 1 und dann E drücken. Wow, das ging kompliziert. Es geht. Okay. Falls ich da ankomme, was du gerade gesagt hast, dann sag's mir einfach nochmal. So, Shop. Nee, ich will erstmal verkaufen. Ich verkaufe mal ein paar Medipacks. Zumindest eins. Ein paar ist eins bei mir. So, Plasma-Energie. Ich bin out of money. Mist. Hab ich noch irgendwas im Safe, was ich verkaufen könnte? Ein Stase-Pack. Hast die kleinen Medipacks doch auch, oder du hast so viele mittlere? Ja, stimmt. So, und nochmal Plasma. Okay, das muss jetzt reichen. Ich weiß zwar nicht, wie viel ich jetzt hab. Genug, hoffentlich. Ich kann ja mal gucken. Ich habe nun... Na toll. 30 Schuss. Naja... Ich kann ja mal gucken, ob es hier irgendwo noch was gibt, was ich nicht gelootet habe, wie das hier zum Beispiel. Medipack groß, na supi, danke dir. Credits sind auch immer gut. Kredite! So, ich renn mal kurz. Und da drüben kann ich noch was holen, super. Und es sind nochmal Kredits. Ist hier irgendwo so ein... So ein Teil-Dings? Du weißt, was ich meine? Wahrscheinlich nicht. Doch, total. So, hier die Dinger. Ja, so, genau die. So ein ja, Teil. Ja, richtig.
Ups, Alter. Genau die meine ich. So, ich will die Viecher jetzt aber noch tot kriegen, ne? Also das ist schon noch klar jetzt. Achso, ich muss ja. So. Okay. Und die Gliedmaßen abschießen nicht vergessen. Puh, jetzt ist mir richtig warm. Alter Scholli. Immer mit der Ruhe. Und das sagst du bei diesem Spiel, ne? Ja, vor allem kann ich wirklich hier mich gemütlich zurücklehnen und das in aller Ruhe genießen. Oh, da wabbelt es schon wieder, ey. Oh, ist das eklig. Wabbel, wabbel, wabbel. Ich töte dich. Ich bin wabbel, wabbel. Okay, wir speichern mal, weil ich glaube, es könnte ganz sinnvoll sein. Okay. Die Pussy-Version 2.0 ist hier. Auf geht's! Ah, jetzt ist er tot. Was? Hallo? Ich stehe wieder auf. Ich habe mich jetzt vorbereitet. Was? Nein! Hallo, warte mal, ich gehe mal hin. Bleib tot, die Dinger sind komisch. Vielleicht kommt ja noch was. Aufstehen! Aufstehen! Nee. Steht nicht auf. Aber er hat mir Plasma-Energie gegeben. Ich mag ihn. Was gibst du mir? Medi und ich kann's nicht sehen. Naja, nur ein Medi. Du stehst auch nicht nochmal auf? Ih, der Kopf bewegt sich, wenn man draufhaut. Ja, bei dem eben auch. Deswegen habe ich ihm eher gesagt. Ih, ist das eklig. Das ist wie ein Autounfall. Man kann nicht aufhören hinzugucken. Okay. Oh Mann, ey. Okay, ich speichere, weil das war jetzt überraschend einfach. Ich habe übrigens die Renntaste wieder gefunden, die ich gerade in meiner völligen Panik nicht mehr gefunden habe. Welche Taste ist das? Shift. Oh, das war einfach wie in jedem Spiel, also. Ja, richtig. Aber der Finger muss auch erstmal die Taste finden. Ich habe die ganze Zeit Steuerung gedrückt. Und da wollte der irgendwie nicht rennen. Ist auf Steuerung auch was? Weiß ich gar nicht. Oh ja, auf Steuerung ist das gleiche, was auf B auch ist. Dieser, wo musst du hin, Pfeil. Ah, zum Comeray. Achtung, empfindliche Augenlagen. Ich wollte gerade Augen sagen. Ach komm. Der macht nichts. Das ist ein Mensch. Ja, aber die Menschen machen dir ja nichts. Aber der hat so geschrien. Ich weiß vielleicht nicht. Ist da jetzt irgendwas um die Ecke, was der ist mir suspekt. Ich hol ihn mal her. Ich bring ihn mal raus. Der hat was Schlimmes erlebt. Der braucht jetzt seine Ruhe hier. Ich stell ihn zu, Babu. So. Okay. Fertig. Umdekoriert. Der ist aber schnell gestorben jetzt, so, ne? Hat ganz schön lange überlebt dafür, dass er jetzt eigentlich ziemlich sang- und klanglos gestorben ist. Oh nein, 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 nein. Sag doch das, was um die Ecke. Ach du Scheiße. Es bewegt sich ja noch. Das ist in so Teile zerfallen. Hast du das das hast du gesehen, oder? Was? Ich hab's nicht gesehen. Mach nochmal. Arsch! Mann, das ist in so Dinger verfallen. Und die haben so lange und das ist ja... Oh. Warum ist der hier? Ist das das erste Mal, dass so einer aufgetaucht ist? Ja. Du kennst die oder wie? Ja, ich kenne das Spiel ja. Ach so, okay. Aber ich weiß nicht, ob die bis jetzt schon mal aufgetaucht sind halt. Oh, guck mal, wie der auf dem Boden tanzen kann. Whee. Und tot. War das jetzt der letzte von denen? Bewegt sich hier noch was? Nö. Okay. Puh. Plasma-Energie. Haben wir bitter nötig. Der ist tot. Der hat keinen Kopf mehr. Meistens ist man dann tot, habe ich gehört. Ja, habe ich auch mitbekommen. Ich bin da kein Experte für, aber... Bam! So, wir räumen ein bisschen auf. Wenn du gleich vor irgendeinem riesigen Vieh weglaufen willst, kommst du nicht mehr durch die Tür durch. ich sehe es gerade, ja. So. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Okay. Der Kampf mit diesen dicken Viechern hat echt ewig gedauert und wir machen jetzt einen Cut. Oh,
Das ging schnell. Ja, wir sind vor allem echt weit gekommen. Vielleicht magst du ja auch die nächste Folge noch mit dabei sein. Ja, gerne. Cool. Dann sehen wir uns hier gleich wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle vor dem dicken Typen hier. Und schauen mal, was uns hier auf dem Comaray noch so entgegenläuft. Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen.